Hi, hier ist Marc von Mobile Geeks und wir haben hier die Phantom 4 direkt neben der Phantom 3 Professional. Und wenn ich mir die beiden Sachen mal so direkt von vorne anschaue und die stehen jetzt nicht ganz parallel, aber schon recht ziemlich, dann fällt euch vielleicht ein bisschen was auf. Und ich wollte einfach mal auf diese Unterschiede gerade eingehen. Die Phantom 4, die sieht auf jeden Fall deutlich moderner irgendwie aus. Also die Phantom 3, das ist so das klassische Design, das kennen wir schon von der Phantom 2 und eigentlich sogar von der Phantom 1, da hat sich das nicht so viel verändert. Hier in der Professional-Variante, das ist also hier mit einem großen Schildchen hier vorne dran und den goldenen Armaufklebern. Die Armaufkleber, die waren eigentlich deswegen auch immer mitgedacht, dass man so direkt auf einen Blick sehen konnte, wo vorne ist. Das fehlt hier bei der 4. Die LEDs von unten, die gibt es natürlich weiterhin und die sehen bei der 4 deutlich futuristischer aus als bei der 3. Ich versuche das mal so ein bisschen drauf zu bekommen. Hier sind sie direkt unter Motor. Früher waren sie halt noch in den Armen mit drinnen. Das sind jetzt natürlich alles nur so kleine Details. Aber auf was ich halt mal eingehen wollte, ist die Phantom 4. Die wirkt einfach durch dieses, ja, ich sag mal, Unibody-Gehäuse, wie man es jetzt hier sehen kann, die wirkt einfach viel moderner, finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr gerne mit mir unten in den Kommentaren mal besprechen. Was auch auffällig ist, gehen wir mal auf das Kamera-Gimbal jetzt ein. Und ich habe hier schon einmal die Fernbedienung direkt daneben stehen. Ihr seht das jetzt vielleicht hier so gerade. Wenn ich mir jetzt mal das Kamera-Gimbal von der 3 anschaue, da hing das Ganze eigentlich hier unten noch dran. Also das konnte man, wenn man es abschrauben wollte, auch hier, man sieht die Schräubchen, konnte man das Ganze auch abschrauben. Hier wackelt das Teil unten drunter. Wir haben hier diese Puffergummis, die manchmal kaputt gehen. Wir haben hier so einen Sicherungsstift drinnen. All diese Mimik, das fehlt alles bei der 4er. Das ist jetzt eigentlich ins Gerät gewandert, kann man sagen. Weil ich gehe mal davon aus, dass die auf diese Stabilisierung nicht verzichtet haben. Und wenn ich jetzt mal hier ein bisschen mit dem... Ich muss mal gerade die Hand wechseln. Na, ihr seht das hier oben so ein bisschen. Ein bisschen was an Stabilisierung scheint hier auch drin zu sein. Bei der 3er, da war das, konnte man das deutlich mehr merken. Die konnte hier, hat hier vielleicht schon direkt ein bisschen mehr mitgenommen. Ich bin mit der Phantom 4 bis jetzt, das muss ich direkt dazu sagen, nur einmal kurz geflogen. Da kommt auf jeden Fall nochmal ein längeres Video dazu. Da werde ich darauf nochmal eingehen. Was ich jetzt auf jeden Fall schon sagen kann, die Stabilisierung, die war absolut in Ordnung. Ich würde sagen, wir drehen die Geräte auch gerade nochmal direkt. Slop, einmal. Slop, zweimal. So, und von hinten sehen Sie sich auch noch immer noch ähnlich. Na, da brauchen wir nicht drüber reden. Ihr seht, wenn ich die jetzt mal hier so in der Höhe direkt nebeneinander stehen habe, die sind eigentlich mehr oder weniger fast auf derselben identischen Höhe. Irgendwie wirkt die Phantom 4 aber trotzdem ein klein wenig bulliger, würde ich sagen. Hier bei den Akkus, das habt ihr ja vielleicht schon gesehen in meinem Unboxing-Video, der ist jetzt hier ein bisschen breiter geworden, ist aber ja hier auch ein bisschen tiefer oder ein bisschen besser im Gerät selber mit integriert. Wenn ich jetzt das mal mit der Phantom 3 vergleiche, da stand das Ganze immer so ein bisschen draußen. Was ich noch zeigen möchte, ja, das zeige ich jetzt auch noch gerade, das sind hier die Motoren. Und früher bei der Phantom 3 waren das hier selbstsichernde Rotoren. Hier sind das jetzt in so einem kleinen Klicksystem. Das ist zwar vom Symbol her immer noch dasselbe. Nee, mit einer Hand geht das nicht. Jungs, ich mache da nochmal ein separates Video für und Mädels natürlich auch und zeige das nochmal kurz, bevor ich dann losfliege. Das war jetzt einfach mal so das kleine Video hier im direkten Vergleich zueinander. Fand ich einfach mal ganz interessant, wo ich sie gerade hier so nebeneinander stehen hatte. Schauen wir noch gerade, wo wir von der Seite drauf schauen, hier auch nochmal drauf. Wir haben hier jetzt bei der Phantom 3 an der Seite MicroSD ganz normal dran. Das haben wir bei der Phantom 4 auch noch. Was bei der Phantom 4 aber... Neu? Ist es wirklich neu? Der Micro-USB-Anschluss an der Seite? Nee, der ist nicht neu. Ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Der war hier auf der anderen Seite entsprechend. Was man halt nur schon so ein bisschen sieht, das hier sieht alles irgendwie so ein bisschen, naja, ich will nicht altbacken sagen, aus. Das wäre vielleicht zu viel des Ganzen. Aber das sieht hier so, sage ich mal, man hat das Originaldesign genommen und ist damit einfach weitergegangen. Auch hier das Vision Positioning System, also hier unten die...
sagst du, die Kameras bzw. die Ultraschallsensoren, die sehen hier einfach ehrlich gesagt wie ja, dran festgemacht aus, also nachträglich. Hier seht ihr das Ganze, ist das schon viel mehr im Gerät selber integriert. So kann man das sehen. Ihr seht auch schon, wie die Stabilisierung hier direkt funktioniert. Das ist, hier die Ultraschallsensoren und nochmal zwei weitere Kameras. Ja, wo wir gerade über die Kameras gesprochen haben, gucken wir noch einmal gerade von vorne drauf, weil es so schön ist. Ich finde das so cool, mit der Kamera hier rumzuspielen. Also die Hauptkamera ist klar, die hat 4K, die soll ein bisschen besser von den Objektiv hier drin sein. Ich glaube, die Linsen haben sich verändert, was auf jeden Fall cool im Vergleich zu der alten ist. Die hat schon super Videos gemacht. Guckt euch mal meinen Vimeo-Kanal an, da habe ich ein paar gemacht. Gerade wenn man Sportaufnahmen damit macht, und dafür sind Drohnen, finde ich, sehr, sehr cool. Und ja, ich weiß, man kann auch Multikopter sagen. Ich sage trotzdem Drohnen, weil die ganze Welt Drohnen sagt. Hier haben wir bei Full HD, also die hat auch die Professional, die konnte auch 4K-Videos machen. Man hat aber meistens, ich habe meistens auf Full HD runtergeschaltet, weil ich hier halt 60 Frames pro Sekunde hatte. Und das ist jetzt bei der Phantom 4 nochmal ein ganzes Stück cooler geworden, weil ihr habt jetzt bei 4K, nee, stimmt gar nicht, Entschuldigung, bei 1080 habt ihr jetzt die Möglichkeit, Videos mit 120 Frames pro Sekunde aufzunehmen. Und das ist auf jeden Fall schon mal, ja, das ist schon mal eine Ansage. Ja, gehen wir jetzt mal einfach zurück. Hier sehen wir die beiden einfach nochmal in der vollen Pracht. Phantom 3 Professional neben der Phantom 4. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze jetzt, sage ich mal, im ausführlichen Flugtest sich noch verhält. Hier einfach mal der Vergleich für euch. Wenn ihr Fragen habt, bitte unten in die Kommentare reinsetzen. Ich gucke, dass ich alles beantworte. Ach, guck mal, ich habe die App noch gerade an, dann kann ich auch nochmal sagen, ich bin Marc von Mobile Geeks. Ihr seht hier oben übrigens gerade auch schon den Abstandssensor. Wenn ich jetzt hier mit der Hand drauf gehe, dann sagt er, ja, ist direkt weniger als ein Meter und Meter. Und jetzt gehe ich mal weiter zurück. Ich hoffe, das konnte man sehen. Also, wie gesagt, Marc von Mobile Geeks, wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare packen. Das war der Vergleich Phantom 4 gegen die Phantom 3, beziehungsweise einfach mal, das ist die Gegenüberstellung. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die weiteren Videos.